Speis und Trank mit Scheiß und Gestank. Wir spielen heute Kaka-Korgi von Goliath. Kaka-Korgi von Goliath ab 4 Jahre von 2 bis 4 Spieler. Das lustige Häufchenspiel mit dem süßen Korgi. Häufchen. Man sieht da einen furzenden Korgi. Genau, auf der Rückseite steht noch: Gib Korgi einen Knochen und drücke die Pumpe. Vergiss nicht, alle Häufchen wegzumachen. Sammle als erster 3 Hundehäufchen. In jedem oder fast jedem Goliath-Spiel gibt es hier oben einen Code, den man mit Tablets oder Handy scannen kann. Und dann steht da auch die Spielanleitung. Genau, wir machen das jetzt mal auf. Jetzt in der Zwischenzeit also zeige ich euch mal einen Witz. Also, wie nennt man einen intelligenten Toilettenbenutzer? Klugscheißer. Das ist die Anleitung. Die ist schon mal sehr schön gefaltet. Die Anleitung. Wow. Aber die haben gute Origami-Künste, muss man wirklich echt sagen. Schau. Dann machen wir es mal auf. Es ist eine riesige Falte drin. Wer will so diesen Satz lesen? Corey ist ein ganz schön Free. Ein ganz schön Free. Okay. Eine Luftpumpe. Nein, da kommt aber nur ganz wenig Luft raus. Das ist eine Luftpumpe. Und der Korg. Warte kurz, ich wollte mal schauen, was passiert, wenn ich den da reinstecke. Irgendwas passiert doch dann da, oder? Sind die Häufchen erst da drin, oder was? Ja, bestimmt. Ne, keine Ahnung. Also. Also ich sehe keine Häufchen da drin. Das ist irgend so ein Knochen, den man dem da reinstecken. Oh nein, oh nein. Oh nein. Guck mal, da die Hunde die Schaufeln hast. Inhalt. Da ist nicht nur... Inhalt. Ein Korgi, eine Pumpe, 4 Schaufeln. Einmal Beutel Leim. 2 Beutel Hundefutter. Hundefutter oder Kackhäufchen? Ein Würfel. Ja, der Würfel ist so drin. Da wieder ein Aufkleberbogen, den ich aufklebe. Ein Kunststoffstab. Ja, der war da. Ah, ja, genau. Eine Anleitung, wo ich gerade drin lese. Ich klebe jetzt mal eine Anleitung, die verbogen Aufkleber ist. Auf. So, 4 Spieler. Sieht man hier an dem 4 Hundehäufchen, Scheuchen, ein 4 Hunde, wie sagt man dazu? Hunde, Schaufeln, Hundehäufchen, Schaufeln, keine Ahnung. Und das hier ist der Lehrerstab oder was? Das lustige Häufchenspiel mit dem süßen Korgi. 2, 1 und 3 aufkleben. Ich habe jetzt mal so gemacht, dass immer die gegenüberliegenden Seiten die Kacke von Korgi in den Mund fließen lassen. Ja. Oder ist es für so Minenarbeiter? Das ist ein Hammer. Viele Spiele. Jetzt hat Korgi ein Geschäft gemacht. Boah, das ist ein ekelig. Schlein. Korgi. Hat Korgi ein Geschäft gemacht? Dann heißt es Häufchen wegmachen. Das haben wir als erster Spieler 300 Haufen, um zu gewinnen. Vorbereitung. Fülle den Knochenbehälter am Ende des Knochens mit Hundefutter. Achte darauf, dass der Behälter voll ist, aber wo nicht ist überhaupt wild. Das ist Hundefutter, oder? Wo ist überhaupt die Schere hin? Ich mach's jetzt auf. Nein, du brauchst keine Schere, du kannst es von oben abdrücken. Wow. Ich fang an. Du bist intelligent. Oh. Ach du Scheiße. Ja, okay, ich bin sehr intelligent. Es funktioniert trotzdem nicht. Doch, schon. Ja, dann kannst du aufmachen. Ja! Jemand anders kannst du außerdem auch aufmachen. Warum kommt die nicht von der Leine raus? Ui. Da. Icke dick. So, hier ist ein gelber Schleim drin. Das werden bestimmt die Häufchen sein. Ich glaube, der wird da drin, in dem Hündchen, wird so mit dem Schwanz, wenn er wedelt,
wird hier irgendwie ein Häufchen dran, drin gemacht und aus dem Schleim. Ich sauber das jetzt irgendwie alles raus. So, das Häufchen fangen. Das ist so. Oder so und dann schießen. Und ich habe jetzt nicht gegen wer ihn so gefangen hat und dann nochmal gefangen hat, der bekommt das Häufchen. Das ist. Oh, Alter, da biegt schon alles. Oh mein Gott, oh mein Gott. Okay, ich habe jetzt hier den Schleim. Fülle den Behälter am Ende. Das ist hier. Darf ich mal die Pumpe? Was? Okay. Phil, gib mal her. Da rein! Ja, da rein! Oh mein Gott. Oh mein Gott. Drauf, dann kommt irgendwann mal die Kacke raus. Gib her nochmal. Muss ich das wirklich so füllen? Das ist. Ja. Keine Ahnung, was dann passiert. Irgendwann mal wird das Fressen von Corgi, das ausschaut, als wäre es irgendein Durchfall von den Bären. Drücke das Ende des Knochens. Raus. Ja, das ist. Achso, es darf nicht überquillen. Was? Hä? Das muss also genau reinpassen. No. Okay. Ja. Nicht überkühlen. Drücke das Ende des Knochens in das Maul von Corgi und halte ihn dabei in der Mitte fest. So, und jetzt drücken oder was? Gleich, was steht jetzt? Der Gummiring gewährleistet, dass das Pumpensystem nicht dicht verschlossen ist. Der Ring muss korrekt eingesetzt werden, sodass keine Luft entweichen kann. Ja, that's gut. Spielablauf. Die Person, die zuletzt einen Hund gestreichelt hat, beginnt. Gespielt wird im Uhrzeigersinn. Ich. Ich bin voll der Hundefan. Ja, okay, du fängst an. Also so. Aber Corgi manchmal. Ich. Da, ja. Einmal den Knochen. Schau, das bedeutet einmal den Knochen an von dem. Das da bedeutet zweimal den Knochen drücken und das da einfach dreimal den Knochen drücken. Wer ein Häufchen gemacht hat, hebt der Spieler, der gerade gepumpt hat, dieses mit seiner Schaufel auf. Du darfst das Häufchen erst dann nehmen, wenn es auf deine Schaufel oder den Tisch gefallen ist, wenn das Häufchen schon zu sehen ist, aber nicht nach unten fällt. Okay. Klopfe vorsichtig auf den Rücken von Corgi, um nachzuhelfen. Jetzt ist der erste Spieler links von dir an der Reihe, Corgi zu füttern. Siehe auf Stellanleitung, um zu spielen. Da hinten sollen die Häufchen rauskommen. Derjenige Spieler, der zuerst drei Hundehäufchen gesammelt hat, gewinnt. Anmerkungen. Gib Corgi. Achso. Flup, 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 flup. Was soll ich also, das steht jetzt nochmal, dass man da machen muss, was man beachten muss bei dem Spiel. Man darf das einfach. Hör auf! Er fliegt weg. Man soll ihm nicht mehr geben, als da in die Pumpe passt. Ah. Und man soll nur das mitgelieferte Futter, also diesen Schleim, verwenden. Und nach dem Spielen soll man gut die Hände waschen und das Hundefutter in einem guten Zustand behalten. Okay. Also was ist? Das Hundefutter ist ungefährlich und nicht giftig. Aber ich würde es trotzdem nicht essen. Nein. Er ist jedoch nicht für den Verzehr geeignet. Nachdem du das Futter in die Hand genommen hast, sollst du nicht deine Augen berühren, da es sonst zu Reizungen kommen kann. Also nicht um die Augen jetzt. Hör auf. Setze das Hundefutter weder Sonnenlicht noch Hitze aus und halte es stets sauber. Bewahre das Hundefutter in einem verschlossenen Beutel auf, damit es nicht austrocknet, wie es da gerade schon war. Hier ist diese Beutel. Genau. Es geht los, würde ich sagen. Soll das wie in einem Gefängnis drin eingesperrt sein, oder was? Das was ist eigentlich der Stab jetzt? Lehrerstab. Oder vielleicht, wenn die Kacke drin stecken bleibt, kann man mit dem Stab in den Po reinfahren und die Kacke dann so rausholen. Ich bin dran dreimal drauf, so vielleicht das aller. Ich mach ja gerade. Du bist. Ich denk schon das Häufchen. Los, du bist. Du bist. Okay, ich bin du bist. Einmal. Scheiße, hör mal auf. Du bist.
dran. Du bist dran. Er hat einen Haufen gesammelt. Oh mein Gott. Ja. Der fahrt weg. Ich höre. Mein erstes Häufchen. Dreimal, wow. Ich sollte man danach füllen? Ja, ich glaube schon. Echt? Ja, ich glaube schon. Warte, ich mache nochmal dann dreimal. Ja, das ist jetzt. Ja, das ist alles weg. Oh ja, genau, es ist alles weg. Da hinten ist noch ein Häufchen, Säckchen. Also wenn der Fladen rauskommt, also wenn so wenig Häufchen drin sind, dann kannst du noch Futter reinlegen. Und pump, 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 pump. Ja, dreimal. Oh mein Gott, oh mein Gott. Du hast dein Hundehäufchen auf den Boden gelegt. Hast du? Dein erstes Häufchen. Nein, du musst es auf der Schaufel haben. Ach so, auf der Schaufel. Na so, mit dem Stab. Ja, okay. Ich mag keine Hundekacke anfassen. Du bist... Hey, wo ist eigentlich... Du, der zweite Schleim ist in dem anderen drin, oder? Ja. Ja, okay. Hast du es nachgefüllt? Nein, noch nicht. Also man muss es fangen. Also so fangen mit der Schaufel. Wer als erstes drei Häufchen hat, hat gewonnen. Also wir nehmen... Ich habe hier schon Nachfüllung reingesteckt. Wir fangen nochmal neun an. Neun an. Neu. Der Winzi fängt diesmal an, ja. Neu fangen wir an. Drei. Dreimal furzen darf der Korgel. Ah, kommt. Die Kacke kommt doch nicht. Ja, okay. Sie kommt noch nicht. Man sieht kein Kackhäufchen. Das ist alles orange. Okay. Was alles? Was stinkt die Kackhäufchen? Ja. Los. Da unten steht der Kot. Jetzt kommt's. Oh, Hündchen. Oh Gott! Oh mein Gott, er hat's gefallen! Warten wir. Ich fange an. Zwei. Drück noch zweimal. Jetzt ist der Wind. Zweimal drücken. Ja. Ach, kommt noch nichts. Der macht Stand, der Corgi. Hey, danke für das Geschäft. Es muss auch gar nicht mehr auf die Toilette. Vielleicht steckt sein Futter fest. Nein, ja, es steckt wirklich fest. Schau mal da in den Po. Nein, zieht das zweimal. Ja, es steckt aber in den Po. Also wir sehen es. Muss hinten halten. Würfeln. Zweimal. Oder steckt das? Darf nicht übergehen. Du noch mal einen Haufen rein. Dann ballern wir so noch mal ein bisschen rein. Ja, so, und jetzt? Jetzt? Ich habe jetzt ein bisschen übergefüllt. Zwei. Passt! 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 Und ist. Jetzt ist wieder zu wenig drin. Jetzt geht's gar nichts mehr. Das ist da. Es steht drin, man darf nicht überfüllen. Dann mach! Ich bin. Einmal. Aber so würfelt man also. Ja, genau. Jetzt kommen die Laute des Gestankes. Dreimal. Das erste Häufchen. 1-0 für Nick. Du bist 1-0 für Nick. Stimmt, ich muss nachfüllen. Häufchen. Ich schieße dich mit Häufchen ab. Kannst mich gar nicht mit Häufchen abschießen. Ich mache nochmal so ein bisschen was rein. Ein bisschen. Ein bisschen, ja. Genau. Das schaut zu ekelhaft aus. Wenn okay, so du bist. Steckt die Kacke in den Mund. Du bist. Dreimal. Okay. Wir haben am Ende noch einen Furz gehört. Zwei. Halt! Mit der gleichen Schaufel. Achso. Die waren zwei, oder? Ja. Du bist. Ich bin. Einmal. Boah, im nächsten Mal, da kommt. Ich sehe das Häufchen nicht. Zweimal. Das Häufchen ist weg. Das Häufchen ist wirklich weg. Das gibt's doch nicht. Du, doch. Noch, es kommt, es kommt. Du bist. Es kommt.
Jetzt bitte nur einmal. Nein, jetzt kommt zwei. Lass drücken. Nein, du darfst nochmal drücken. Nein, du musst schon mal auf den Rücken hauen. Ja, lass auf den Rücken hauen. Die Wurst steckt fest. Da steht da auf dem Rücken hauen. Oder drücken? Ach, unten. Graulen. Hau das aus deinem Po. Leute. Ja, scheiße. Hab das Häufchen. Juhu, ja, dein. Nachfüllung nötig. Man hat voll Angst, dass so ein Häufchen in den Mund fällt. Aber es ist ungiftig. Ja, man kann Probleme und Durchfall bekommen. Wie er. Hey, jetzt habe ich kein Häufchen mehr. Doch, mein Häufchen ist daneben. Warum macht ihr eigentlich gelbe Häufchen, keine braunen? Keine Ahnung, er hat so viel gefuttert. Er hat in sein Häufchen gelbe Lebensmittelfarbe reingelegt. Das soll mal sein. Hast du es nachgefüllt? Mhm. Einmal. Da kommt was. Da kommt der Furz der Wahrheit. Einmal. Kommt da wirklich was? Ja, da kommt was, aber man sieht es halt schlecht. Der will nicht. Musst du immer auf die Toilette kacken oder was? Boah, er möchte wirklich nicht. Hey, mein Häufchen! Wo ist mein... Du hast Haufen aufgesammelt. Ja, okay, dann ist das jetzt mein Häufchen. Aber es ist eine lange Wurst. Eins. Nee, mein Häufchen. Mein Hundehäufchen. Mann, das gibt's doch nicht. Los, du bist. Ja, gib mir mal den Schleim. Nein. Kann ich hinten in den Po stecken, dann habe ich was. Los. Da kommt wirklich nichts. Da kommt nichts, Nick. Da kommt nichts. Raus mit dem. Achso, das darf nicht überstehen. Ich hab's euch doch gesagt. Die Kacke darf nicht überstehen. Darf einfach nicht überstehen. Man darf nicht zu viel Kacke essen. Luis? Dankeschön. Glaube ich. Dreimal. Steckt da Kacke fest oder warum kommt da nichts mehr? Einmal. Aber er macht wirklich schöne Hundehäufchen. Du bist. Ich steck da immer noch komplett fest. Ich fahr mal mit dem Stecker rein. Und hol die Wurst. Du bist. Ich hab sie. Du bist. Los. Du bist. Ich muss die Kacke rausholen. Nein, du bist. Du darfst die Kacke nicht so rausholen. Okay. Sie muss auf natürlichen Weg rauskommen. Durch den Magendarm. Dreimal. Also. Operation. Einmal. Da kommt nichts. Ich muss eine Operation machen. Der Magendarmweg ist verstopft gewesen. Mit gelber Kacke. Aber ich frage mich gerade, ob das Urin sein soll. Na, friss! Wir essen weiter. Das ist die nächste Runde. Einmal. Einmal bitte. Ekelhaft. Du bist. Oh mein Gott! Jetzt ist er durchgedreht, weil er so viel geschissen hat. Seine Augen schauen auch so komisch aus. Will ich scheißen? Ja. Du musst. Wir zwingen dich, damit du ein Häufchen aus deinem... Drei. Mit deinem fetten Po rausbekommst. Oh mein Gott!
Nein. Wo ist das Häufchen? Oh mein Gott. Es kommt, oder? Oh die Operation. Nein, du, jetzt, es ich kommt. Ich bin jetzt dreimal. Ja. Da, Scheiße, das hat mich angespritzt. Das hat mich voll angespritzt. Chuckel. Dünnschiss. Ich hatte Dünnschiss. Ich hole schon raus. Tu mir das raus. Ich hole schnell den verbleibenden Bart. Das sind noch, ich habe zwei Würstchen bis jetzt. Jetzt macht der schön Pipi. Das kommt wieder raus. Du bist. Zweimal drücken. Gaming, Gaming, Gaming. Kommt jetzt endlich eine Wurst. Ich bin jetzt dreimal. Okay, ich muss in den Magen schauen. Nein. Naja, die Röhren schauen okay aus. Ja, ich weiß nicht, ich weiß Ibu, nicht. Ibu, Ibu, mir. Dreimal. Mal ganz, ganz leicht rein. So, passt, passt, nicht drücken. Ich bin. Dreimal. Jetzt. Oh nein, jetzt. Bitte keine drei für den Niki. Das Häufchen darf nicht raus. Zweimal. Nein! Ja! Jetzt kommt der Häufchen. Das Häufchen kommt nicht. Zweimal. Oh! Die Spannung steigt. Kommt die Kacke oder ja, nicht? Ja, drei. Oh! Nee, das gilt nicht. Du bist, du bist. Jetzt muss es kommen. Es muss Kacke kommen. Steckt fest. Es muss kommen. Ich sollte sich mal auswischen. Schau nicht, das. Ich hab's gar nicht. Du hast verloren. Nein, den habe ich gefangen. Nein. Der ist da gelegen. Ja, okay. Da. Wir machen noch mal leichte Wurst rein. Leichte Wurst. Leichte Wurst, Alter. Das ist mir wurscht. Naja, es steht ein bisschen über. Es passt schon, das passt schon. Die Kacke kann ruhig Silber rein. Sie flutscht schon nicht raus aus dem Magen. Der Magen ist fest. Okay. Das hört sich schon wieder so komisch an. Mal raus und noch mal rein. Ich schaue in die Magendarmröhren. Alles okay. Gib mir das Würfel. Oh mein Gott. Jetzt hört sich's gut an. Der Professor sagt, oh die mein Kacke Gott. Hört sich gut an. Ich habe leider nur. Ja, das hört sich gut an. Der Magen ist bitte okay. Bitte nicht, dann gewinnt er, wenn er jetzt. Okay. Oh mein Gott, jetzt muss ich eine 3. Bitte eine 3, bitte eine 3. Wir danken. Das Häufchen kommt immer näher. 3! Komm. Scheiß raus. Ja. Die Kacke ist ausgerutscht. Ja, ich habe die Kacke. Boah, die ist glibberig. Unser Fazit, es ist bestimmt besser, wenn man mit mehreren Leuten spielt als zweit. Ja. Ist auf jeden Fall sehr lustig. Die Pupsgeräusche sind lustig. Es ist auch lustig, dass man so einen Stab hat, dass man durch den Magendarm durchfahren kann. Ach, der Knochen ist hier raus. Hör auf, lass. Und dann kann er sozusagen eine Wasserpumpe in seinem Bauch anmachen. Oder in seinem Mund eher gesagt. Also, ich muss sagen, ich finde es nicht so toll, dass man die ganze Zeit hier nachfüllen muss. Das hätte man vielleicht irgendwie größer machen können. Oder dass da mehr Kacke reinpasst, also mehr von diesem Schleim. Oder man hätte auch die Röhre verlängern können und dann alles als erst reinstopfen und dann rein und dann den Korgi halt größer machen, damit die ganze Scheiße reinpasst.
Und dann also, halt pumpen. Das ist eigentlich nicht toll. Also für dich. Aber ja. Ich finde das Spiel so. Ich finde das Spiel so. Der Schleim stört mich. Also ich hätte vielleicht Bälle gewünscht oder irgendwie sowas rundes, braunes oder irgendwie. Braun auf jeden Fall, weil das schaut halt aus. Naja. Wer gibt einen Hund? Wer gibt einen Corgi? Genau. Sowas. Also der. Naja. Das war's. Der mag seinen Corgi nicht so gerne, mag ihn vergiften. Bis zum nächsten Mal bei dieser Hundeshow. Und auf Wiedersehen. Wuff. Wuff. Ciao. Und vergiss nicht, die Glocke zu aktivieren und abonnieren und den Daumen nach oben da lassen. Das würde mich auch freuen, auch wenn ich die ganze Zeit Häufchen mache. Plumps. Tschüss. Tschüss.